Heute Abend ist es endlich soweit. Die Miss Vienna-Wahl geht in die letzte Runde. Die 15 Finalistinnen, die heute Abend in der Hofburg um den Titel kämpfen, sind top vorbereitet. Sie absolvierten einen Missen-Workshop, wo sie Training in Bereichen wie Präsentation, Bewegung und Catwalk bekamen. Du warst vor nicht ganz so langer Zeit Miss Vienna. Kannst du dich noch an deine ersten Worte nach dem Sieg erinnern? Die ersten Worte waren nicht mal Worte, es waren Tränen der Freude. Und es war ein ganz tolles Gefühl. Ich hatte Kribbeln im ganzen Körper, Gänsehaut. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass ich wirklich gewonnen hatte. Und ich habe 2-3 Tage gebraucht, um das Ganze zu verdauen und zu realisieren. Wir sind heute Abend in einem wunderschönen Zeremoniensaal der Hofburg. Du hast selbst um einiges zurückstecken müssen, um das heute Abend möglich zu machen. Wie kam es dazu? Also ich wollte der Veranstaltung einen neuen Rahmen geben. Diesen Rahmen haben wir jetzt als die Hofburg hier präsent. Und ich habe mein Bestes gegeben, den Mädchen auch ein schönes Ambiente zu bieten, damit sie sich wohlfühlen, damit sie sich gut aufgehoben fühlen. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Rahmen als die Wiener Hofburg für dieses Event. Neben äußerlicher Schönheit, was sollte sie mitbringen, die Miss Vienna? Im Prinzip ist es überall das Gleiche. Also auch im Modeljob ist es so, dass nicht nur die Schönheit alleine ausreicht. Man erkennt sehr wohl auf einem Foto, ob man auch eine besondere Ausstrahlung oder Aura hat. Und daher ist es sehr wichtig. Also sie müssen sich präsentieren können, sie müssen reden können, sie müssen eine wirklich tolle Selbstvertrauen haben und Ausstrahlung haben, um den Titel gewinnen zu können. Wenn du so einen Blick auf den Jurytisch wirfst, welche deiner Kollegen bewerten denn strenger und wer ist da bei den Netten dabei heute Abend? Also mein Tisch ist eigentlich sehr streng, glaube ich, mit der Frau Sakisova, die, glaube ich, auch ein sehr gutes Auge hat und sehr kritisch ist, weil natürlich gerade auch im Tanz und im Ausdruck man sich ja sehr gut bewegen muss. Und da müssen die Mädels noch ein bisschen üben und lernen, dass sie sich auch auf der Bühne sehr gut präsentieren. Auf was achtest du denn? Für mich, Miss Vienna ist eine Frau, die Wien präsentieren wird, zumindest für ein Jahr. So, ich glaube, auch als Wahlwinnerin muss ich auf diese Frau irgendwie stolz sein können. So, sie muss auch diesen Titel mit Würde tragen. Es darf kein Mädchen sein, das dazu nicht passt. Und da waren mehrere dabei, die, finde ich, keine gute Kandidatinnen dafür sind. Was haben die falsch gemacht, so auf den ersten Blick? Ich meine, ich habe die Mädchen schon den ganzen Tag erlebt, auch hinter die Kulissen. Ein paar hat man das Gefühl, sind etwas tollpatschig, etwas Faulheit ist da und dort dabei. Ein paar achten auf sich nicht so, wie eine Frau auf sich achten sollte. So, ich glaube, das ist absolutes No-Go. Nur ein Mädchen, das wirklich eine edle Ausstrahlung hat, meiner Meinung nach verdient es, Miss Vienna zu werden. Die neue Miss Vienna 2013 heißt Jemisi Riga. Jemisi, du hast dich gegen über 100 Mädchen durchsetzen können, bist frisch gebackene Miss Vienna. Wie fühlst du dich?
Ich fühle mich super. Ich bin so glücklich. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist irgendwie so wie ein Traum. Also irgendwer muss mich kneifen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Realität ist. Also ich bin überglücklich, wirklich. Im Juni findet ja schon die Miss Austria-Wahl statt. Wie bereitest du dich darauf vor? Ja, also ich werde auf jeden Fall sehr viel trainieren und mich gesund ernähren. Und ja, so werde ich mich darauf vorbereiten. Welchen Vorteil, denkst du, hast du gegenüber anderen Mädchen? Ja, also bei mir ist es so, dass ich sehr gut schon am Catwalk bin und dass ich das einfach, also dass ich das wirklich super kann und ich habe die Ausstrahlung dazu und ich lache sehr gerne und ich habe die Größe dazu. Ich habe auch eine schöne Figur. Hunderte Mädchen haben sich beworben, doch nur eine konnte es werden. Miss Vienna 2013. Gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt hat sich die 18 Jahre alte Yemisi Rieger. Gemeinsam mit der Zweitplatzierten wird sie im Juni an der Miss Austria-Wahl teilnehmen.